Herzlich willkommen zu diesem Video und vielen Dank fürs Einschalten. Ja, in diesem Video erkläre ich euch die Reinigung des De'Longhi Cappuccino Kaffeevollautomaten. Für die Reinigung benötigen wir einmal einen Milchsystemreiniger, um das Milchsystem reinigen zu können, inklusive Bauteile. Das machen wir gleich auch als erstes. Wir lassen es dann nur einwirken. Dann einmal dieses Pflegeset, wo wir wunderbar die Brühgruppe mit sauber machen können, die Tropfschale, eine kleine Bürste für Milchschlauch und Kaffeedüsen, eine Ersatzdichtung für den Wassertank, Ersatzdichtung für die Brühgruppe und Fett. Mit einer Anleitung, wie dann auch die Brühgruppe gewartet werden kann. Ich zeige euch jetzt die Reinigung. Wir fangen von außen an mit dem Milchsystem und dann gehen wir von innen nach außen. Es gibt hier auch noch ein Coffee Care Kit von De'Longhi, wo man Wasserfilter, Reinigungsmittel, Teststreifen zur Wasserhärteermittlung und so ein Mikrofasertuch mitbekommt. Ich verlinke euch die Produkte einfach mal unter dem Video im Text. Für dieses Video brauchen wir aber, wie gesagt, nur diese beiden Sachen. Als erstes schalten wir das Gerät aus, damit die Brühgruppe runterfahren kann und folglich wir die dann später auch entnehmen können, weil wir können die Brühgruppe nur aus dem Gerät entfernen, wenn das Gerät ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Wir drücken hier auf diesen Knopf. Im zweiten Schritt brauchen wir dann unseren Milchbehälter. Den leeren wir einmal aus. Dann spülen wir das Ganze einmal kurz ab mit klarem Wasser. Und jetzt bauen wir den Milchbehälter auseinander. Wir haben einmal den Schlauch, den Behälter selber. Dann gibt es hier einmal diese Düse und können auch hier dieses Teil zusammenlassen und dann einfach diese Bauteile gleich in einem Wasserbad geben. Das kann man in der Geschirrspülmaschine reinigen. Alle anderen Teile würde ich nicht in der Geschirrspülmaschine reinigen, vielleicht dann noch den Schlauch, aber auf keinen Fall diese Bauteile. Wir nehmen dann warmes Wasser und dann geben wir von diesem Milchsystemreiniger ungefähr 1-2 Kappen dort rein. Ich drücke dann hier diese Flasche auf, da gibt es eine Dosierkappe. Und ich schmeiße dann einfach meine Bauteile hier rein. So, das Ganze lassen wir dann einwirken. Ihr könnt es über Nacht einwirken lassen oder einfach ein paar Stunden. Die ganzen Milchfette lösen sich dann automatisch von dem Milchschäumer. Jetzt entfernen wir die Tropfschale, leeren das erstmal aus, also den Tresterbehälter entleeren, die Tropfschale entleeren und auch den Wassertank. Und all diese Sachen reinige ich mit ganz normalen Geschirrspülmittel. Und dann nehme ich eine ganz normale Spülbürste zur Hilfe. Und aus dem Pflegeset diese schmale Bürste. Da komme ich halt wunderbar in die Ecken rein, um die Tropfschale sauber zu machen und auch später dann die Brühgruppe. Den Wassertank reinigen wir auch, einfach nur mit Spülmittel. Ihr könnt den Wasserfilter danach wieder einsetzen oder ihr installiert einen neuen. Dazu habe ich ein separates Video gemacht. Könnt ihr euch an der Stelle hier oben anschauen. Gut, wir lassen das alles trocknen und tupfen es dann mit einem Baumwollhandtuch trocken. Jetzt haben wir die Innenbauteile soweit gereinigt und getrocknet. Im nächsten Step entnehmen wir die Brühgruppe. Dafür öffnen wir diese Klappe hinter dem Wassertank. Und ich kann jetzt einfach mit beiden Fingern hier drücken und die dann zusammengedrückt herausziehen. Und die Brühgruppe reinige ich jetzt einfach nur unter kaltem Wasser mit der Bürste ein wenig und tupfe sie dann trocken. Das komplette Wartungsvideo, um diese Brühgruppe auseinanderzubauen, die Dichtung zu tauschen, das verlinke ich euch jetzt an dieser Stelle hier oben in dem Video-Link. Und die Brühgruppe reinigen wir jetzt einfach nur mit kaltem Wasser und nehmen die Bürste zur Hand. Spülen also oberflächlich die Kaffeereste ab. Und wenn ihr das einmal die Woche, alle 2 Wochen einmal macht, dann sollte das ausreichen. Schütteln das ein bisschen trocken. Dann könnt ihr die auch in so ein Baumwollhandtuch reinlegen und auch ein bisschen trocken tupfen, schütteln.
Und jetzt bringen wir die wieder in die einsetzbare Position. Das heißt, das Brühsieb hier oben ist abschließend. So können wir sie dann wieder einsetzen. Jetzt nehmen wir noch die feine Bürste aus dem Pflegeset. Damit könnt ihr zum Beispiel den Milchschlauch von innen reinigen mit der großen Seite. Und mit der schmalen Seite können wir die Auslaufdüsen einmal durchbürsten. Dann nehmen wir ein mit Spülmittel getränktes Reinigungstuch, feucht, und wischen den Kaffeevollautomaten von innen einmal komplett aus. Wir machen die Innenseite dieser Tür sauber, dort lagert sich überall Kaffeerest ab. Wir reinigen den Bereich um den Wassertank. Und auch ganz wichtig, hier unten lagert sich auch immer Kaffee ab. Da geht ihr einfach rein mit dem Lappen und wischt es raus. Dann reinigen wir noch den Bereich besonders um diese Düse, weil die Kaffeeauslaufdüse den ganzen Kaffee überall verteilt. Ihr könnt hier unten einmal abwischen. Dann schiebt ihr die nach oben und wischt den Bereich hinter dem Kaffeeauslauf ab. Dort sind auch immer viele Kaffeespritzer. Diese Düse für Heißwasser und für das Milchsystem auch einmal abwischen. Wir arbeiten uns also von innen nach außen. So, wenn ihr innen alles einmal ausgewischt habt, dann machen wir das Gerät oberflächlich sauber. Also wischen es einmal komplett ab. Im ausgeschalteten Zustand, leicht feucht. Das Display und die Tasten ebenfalls. Und damit wären wir auch schon fertig. Dann könnt ihr das Gerät wieder zusammensetzen. Wir setzen dann die gereinigte Brühgruppe wieder ein. Wie gesagt, das muss abgeschlossen sein. Also nicht in diesem Zustand, sondern in diesem Zustand. Hier oben bündig abschließend. Wir nehmen dann Zeigefinger und Daumen, setzen die Brühgruppe wieder in das Gerät ein. Einfach reindrücken, bis es einmal Klick macht. Tür zu, Wassertank rein, gereinigten Wassertank. Dann haben wir unsere Tropfschale mit Tresterbehälter wieder einschieben und den Milchbehälter, den ich jetzt einfach nur wieder abgespült habe. Ihr braucht nicht schrubben, ihr könnt, wenn ihr möchtet, den Schlauch mit dieser Bürste nochmal sauber machen von innen, aber das Milchfett löst sich mit diesem Milchsystemreiniger automatisch. Wie gesagt, die Produktlinks packe ich euch unter das Video in den Shownotes. Und dann könnt ihr den Milchbehälter einfach wieder aufstecken oder eben eure Heißwasserdüse. Das war's soweit mit dem Reinigungsvideo. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Ganzen noch gerne einen Daumen nach oben. Und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert gerne den Kanal. Das könnt ihr hier unten rechts in der Ecke tun. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.